Heu4-Update. Im neuen Heu4-Update hat Wales jetzt endlich ein bisschen Content bekommen. Im neuen Heu4-Update haben Wales und diese Nation hier. Und zwar kann Wales, sobald sie Ivladechva Gymreig kontrollieren, das Gebiet auch koren. Dasselbe gilt auch für Ivladechva Gymreig. Sie können jetzt nämlich per Entscheidung das Heimatland zurückfordern, sobald sie das Gebiet kontrollieren. Und für 50 politische Macht können sie dann in 35 Tagen das Land integrieren. Außerdem verliert dann die jeweils andere Nation die Kerngebiete auf das Gebiet, was ja auch logisch ist, weil es ja eine Union ist. Für Ivladechva, wie auch immer das jetzt ausgesprochen wird, erhöht das die maximale Kernpopulation von 1,08 auf 3,39 Millionen, was schon eine Menge ist, und Wales auch etwa eine Million. Das würde jetzt endlich mal einen Sinn zu dem Achievement The Dragon Rises geben, was ja an sich unendlich schwer ist dafür, dass man im Spiel selber quasi keine Belohnung hat. Ein paar kleinere weitere Updates gibt es aber auch in China und Frankreich. Einer davon ist, dass die Warlords jetzt den, ja, Kriegsfürstenstaat National Spirit haben. Den können sie mit ein paar neuen Fokussen hier verbessern. Das heißt, sie können zumindest ein bisschen die Debuffs, die das gibt, ausgleichen und entweder Gebirgsjäger oder Kavallerie stärker machen. Außerdem wurden die ziemlich schlechten Fokusse hier ein bisschen aufgepeppt. Zum Beispiel bekommt man jetzt durch Industrieförderung 2 Zivilfabriken statt eine. Und genauso ist es, glaube ich, hier auch mit den Militärfabriken. Frankreich hat auch ein paar kleinere Updates bekommen. Zum Beispiel sind jetzt hier bei der kleinen Entente ein paar Fokusse kürzer. Und sie haben tatsächlich die orléanische Restauration ein bisschen gebufft. Und zwar kriegen wir jetzt hier bei der Säuberung der Armviertel nicht mehr 2 Building Slots, sondern 3 Building Slots. Respekt, das haben wir gebraucht. Das war eigentlich alles. Die genaueren Patch Notes kann ich ja verlinken unten. Aber das war es auf jeden Fall mit dem kleinen Update hier. Finde ich sehr schön, dass Wales auch ein bisschen Content bekommen hat, weil ich habe quasi nur darauf gewartet, dass hier in der Richtung mal irgendwas passiert. Ich hoffe, dass Schottland oder ja Nordirland oder so oder Irland generell auch noch ein bisschen was an Content bekommen. Aber das war es auch erstmal mit dem Update. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.